Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich hören werdet, habe ich hier ziemlich viel Hall in der neuen Wohnung. Hi, Hall! Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich weniger Hall habe. Aber Freunde, mir fällt schon irgendwas ein. Ihr kennt mich doch. Heute gibt es mal wieder eine Wahr-oder-Falsch-Geschichte, bei der du da draußen, ja genau du, mit dem Tee in der Hand, ich sehe das, entscheiden musst, ob die Geschichte wahr oder ich sie mir in meinem Krankenkopf nur ausgedacht habe. Fangen wir an. USA im Bundesstaat Connecticut. Besser gesagt in der kleinen Stadt East Haven an der Ostküste des Atlantiks. Der Ort ist ein verschlafenes Nest, in dem sich selten mal ein paar Touristen verirren. Doch an der dortigen Highschool spielte sich vor einigen Jahren eine grausame Geschichte ab. Joshua Rodriguez, ein Schüler, entführte ein Mädchen namens Taylor. Sie wurde wochenlang von der Polizei gesucht, ein naheliegendes Moor wurde sogar ganz ausgehoben, doch man fand keine Hinweise. Mehr oder weniger durch Zufall entdeckte man dann doch den wahren Täter. Joshua hatte sie vergöttert, sie hatte ihn immer wieder abblitzen lassen. Als sie dann mit seinem besten Freund etwas anfing, entführte er sie, sperrte sie in einen Keller und tötete sie grausam. Nachdem er angeblich, so erzählt man sich, ein Video davon gedreht habe, wie er sie umbrachte. Was genau er da mit ihr anstellte, erfuhr man nie. Nur ihre Leiche, das ist bekannt, war äußerst entstellt. Man fand nur die Kamera und das Stativ, jedoch keine Speicherkarte. Er wollte auch nicht verraten, wo er sie versteckt hatte. Auch wenn die Ermittler ihn unter Druck setzten, der Typ war ein Psycho, dachte gar nicht daran, sein Geheimnis zu verraten. Als ein Zeitungsreporter ein Exklusivinterview im Gefängnis machen durfte, sagte er nachher, er habe den Teufel in seinen Augen gesehen. Joshua brachte sich selbst um im Gefängnis und nahm daher das Video mit ins Grab. Dachte man, bis zum 4. Februar 2011. Heute waren wir wenige in Mathe, es war fast leer. Auch in den anderen Kursen fehlen jeden Tag ein paar mehr Leute. Ist irgendwie ganz komisch, ich dachte, die Grippewelle wäre bereits überstanden. Das ist komisch, aber hast du schon die krasseste Story gehört? Hattest du wieder was mit deiner Ex? Was hast du wieder angestellt, du Rabauke? Och Leute, es geht ausnahmsweise mal nicht um die Bettgeschichte von mir. Das Video soll aufgetaucht sein. Das Video? Welches Video? Oder meinst du etwa das Video? Joshua Rodriguez, du kennst doch die Geschichte. Wer kennt die nicht? Ganz East Haven hat ein paar Jahre gebraucht, um sich davon zu erholen. Und das Video soll aufgetaucht sein? Das wüsste man doch, aber ich weiß gar nicht, ob ich mir das ansehen würde, wenn ich es hätte. Es ist aufgetaucht. Jefferson Frey hat es mir vor 2 Tagen erzählt. Du kennst ihn aus dem Parallelkurs. Er spielt mit Tischtennis. Es wurde ihm geschickt, er wollte es sich noch anschauen. Ja, ich kenne ihn. Er fehlt seit genau 2 Tagen. Ja, auf WhatsApp war er auch nicht mehr online. Merkwürdig. Was wohl in diesem Video zu sehen ist? Bro, ich habe das Video heute geschickt bekommen, aber noch nicht angeschaut. Wir treffen uns heute bei mir. Lass es zusammen angucken. Richtige Horroratmosphäre hast du geschaffen. Sogar Kerzen hast du angezündet. Fehlt nur noch ein Totenkopf. Aber los, mach es an. Wir sind alle gespannt. Okay, lass die Spiele beginnen. Das ist krank! Irgendjemand musste in East Haven die Speicherkarte gefunden und es willkürlich weitergeschickt haben. Ob er wusste, was er damit anstellte? Das Video machte zumindest bei gut 30 Leuten die Runde. Auf jeden, der es sah, hatte es eine höchst verstörende Wirkung. Leute verfielen in Depressionen. Es gab 3 Selbstmorde. Andere konnten monatelang nicht in die Schule gehen. Niemand war nach diesem Video mehr derselbe. Das Leid, das man sah, traf die Zuschauer tief in die Seele und veränderte etwas in einem. Und niemand wollte darüber sprechen, was er in dem Video gesehen hatte. Die meisten nahmen danach psychologische Betreuung an und sind darin noch heute. Joshua scheint wirklich der Teufel in Person gewesen zu sein. Was er damals mit der armen Taylor anstellte, werden wir nicht mehr erfahren. Und ich will es auch gar nicht. Die Polizei beschlagnahmte das Material und schaffte es tatsächlich, dass das Video nicht weiterverbreitet wurde. FBI-Experten löschten das Video auf allen Internetplattformen, auf denen es hochgeladen worden war. Denn selbst den Hardcore-Fans von so etwas war es zu hart. Tut mir einen Gefallen, sucht nicht danach, ihr werdet es nicht finden. Und selbst wenn ihr es findet, werdet ihr euch wünschen, es nie gesucht zu haben. Ja, liebe Freunde, was denkt ihr? Stimmt diese Geschichte oder habe ich sie mir nur ausgedacht? Schreibt in die Kommentare Hashtag wahr oder Hashtag falsch. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wenn es dieses Video wirklich geben sollte. Oder euch hätte das irgendwer geschickt. Wärt ihr neugierig genug, euch das anzugucken? Oder würdet ihr sagen, nee, das will ich auf gar keinen Fall sehen? Die Auflösung kommt wie immer bei 15.000 Likes. Also Freunde, ihr habt einen Auftrag. Haut den Like-Button kaputt. Das war's von mir. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.